Ich muss kurz mal zur Schadenskontrolle. So, herzlich willkommen zu einer weiteren APMT-Folge. Und wir sind aktuell noch im Pausemodus. Ich habe keine Ahnung, warum wir eine Folge aufnehmen. Aber wir nehmen wieder eine Folge auf und wir haben den ersten Gast. Wir haben den ersten Gast bei uns in der Runde und es ist der Altbekannte. Es ist Fabian Simon. Norbig. So wie immer. Und ich habe da etwas explodieren gehört. Nein, der Wald! Das ist der Wald, der alte gute Wald. Unser Weg hat es schon wieder erwischt. Wie immer. Ja, wenn es die scheiß Viecher immer nicht gäbe. Ja, du musst dich einfach von einem fernhalten, sonst passiert sowas. Aha, ein Baumfehler? Ein Baufehler, kein Baumfehler? So. Ich muss schon wieder warten, bis der Trampelfehler nachkommt. Was? 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 Aber 10 Kilometer weg anlegen, aber kein Holz. Ja. Unser Hobby. Wie meinst du kein Holz? Alles gut. Küste. Was? Was ist das? Was ist das, Valentin, was du da gemacht hast? Borschtisch? Was? Was ist das? Wo bist du denn gelaufen? Weg geradeaus. Ah, den Weg geradeaus. Wo bist du, Valentin? Bist du im Haus? Na, ich laufe gerade den Weg lang. Was? Warum? Ein Monster. Oh, es ist irgendwie aufregend. Ganz anders, wenn ein Gast da ist. Ja. Ganz anders. Ja, komplett anders. Irgendwie habe ich gerade Lust, etwas zu bauen. Aber auch nicht. Irgendwie bin ich gerade in der alten Zeit. Ich will irgendwas sprengen. Aber ich mach's nicht. Was ist das hier? Davon ist fast die ganze Futterkiste voll. Ja, ich habe mir einfach mal die rote Beete mal verarbeitet. Ach so, rote Beete, aha. Ein bisschen Borscht machen. Aha, rote Beete. Ist ja wirklich Borscht. Ja, Borscht. Was, Borscht? Borscht, da steht hier das. Borscht. Borscht besteht aus Borscht. Wir hatten so viel von diesen ganzen rote Beete übrig, da habe ich gesagt, ich mache mal offscreen mal kurz mal das wegverarbeiten, als ich da einfach mal kurz die Felder abgegrast habe. Ah ja. Valentin, du bist doch kein Rindvieh, das Rindvieh Gras ist gut. Ja. So. Das sieht bestimmt gut aus, wenn der Valentin auf der Weide steht und das ganze Gras futtert. Aber weiß ich nicht. So, wir haben aber extrem viel gebaut, Simon. Wir haben sehr viel gebaut. Sehr viel und auch gleichzeitig gar nichts. Ja, ich bin gerade drüben bei ihm. Okay, wollen wir kurz mal einfach noch eine Rundtour geben? Ja, kann man denken, wie es aussieht. Nee. Was? Kann man denken, wie es aussieht. Ja, nicht Holz. Vielleicht aber nicht, wer weiß. Hier unten wollten wir. Oh, mein Hals, Moment. So. Hier unten wollten wir ja, glaube ich, auch irgendwann mal ein Feld machen, so. Wo seid ihr jetzt gerade? Immer noch drüben beim stalligen Bauernhof. Da, wo die Kühe hausen und die Monster ihr Untreben treiben. Was, ihr Untreben? Ihr Leben treiben. Seid ihr unten im Keller? Nein, drüben. Ich bin gerade am See. Ach so. Komm mal zum See. Komm mal her. Komm mal her. Oh, bleib schon. Aber ich kann ja gar nicht zoomen. Hast du hier ein Feld geplant? Nö. Mach einfach so weiter. Wenn ich schon angefangen habe, dann will ich es auch zu Ende führen. Ah, das finde ich immer noch ein bisschen blöd, dass die Felder kaputt gehen, wenn man da drauf springt. Natürlich ist auch realistisch. Wenn du Holz farmen willst, gibt es eine andere Stelle. Wo? Frag mir einfach. Unsere Holzfarmallee. Da bekommen Sie kostenlos Holz her. Hier einfach rein und geradeaus fahren. Sie können auch in der App nachsehen, welches Holz gerade am günstigsten angeboten wird. Entweder das billige Eichengestrüpp oder das teure Tropenwald. Bitte aber behalte auch das Muster bei uns weiter, denn da sonst wird es immer wieder verwirrend. Wir haben schon ewig kein Holz mehr gefarmt. Wir haben so viel nicht mehr gemacht.
kein Holz mehr gefahren, ja. Wir haben nur noch, weiß ich nicht. Aber wir haben mal erkundet, das war schön. Erjundet. Huch, so, zack, zack, Bäumeli. Brauner Setzling. Weiß nicht, Simon, kennst du machen. Dich hier aus? Weißt, wo alles steht, halt ungefähr? Wir wollen mal proben, wo die Sachen sind. Ah ja. Ich nehme auch schon mal die Setzlinge mit rein. Simon, ich habe dir übrigens eine Axt gegeben. Du machst gerade immer noch mit Hand, aber ist ja egal. Die sind lebendig. Die brauchen jetzt viel Holz erstmal. Ah, die Axt im Walde. Du auch noch aufbauen. Und dann kannst du einfach dann auch entscheiden, wo du einfach so ein kleines Krasthaus hier reinbaust irgendwo. Boah, das ist irgendwie ungewohnt. Das ist voll ungewohnt, wenn man so lange Zeit Gäste hat. Das ist wirklich ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, seitdem wir keine Gäste oder seitdem Staffel 1 beendet wurde? Ein Jahr. Ein Jahr schon? Ungefähr. Plus minus. Eieiei. Ei, caramba. Fühlt sich gar nicht so lange an. Das ist einfach irgendwie klassisch. Wir, die allererste Folge in der 1.13. Was machen wir? Bäume fällen. Ja, das Übliche halt. Ja, wir brauchen auch ein bisschen mehr und so weiter. Oh, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man so viel gebaut hat, dann da hat man halt so viel gebaut. Muss man so viel bauen? Wenn man neu anfängt, dann ist es am spannendsten. Da muss man erstmal farmen, überleben, neu anfangen, von Grund auf. Und da ist es immer am spannendsten. Ich weiß nicht warum, aber hat man noch nichts. So, okay. Die Dinger sind hier gleich alle weg. Aber ist schon irgendwie ungewohnt, einfach mal auch ohne Shader und so weiter zu machen, zum Spiel wieder. Ach stimmt, genau. Kein Shader. Wir haben keinen Shader aktuell. Wegen der 1.13. Wir hätten Shader nehmen können, aber leider ist aktuell die Optifine-Website abgestürzt. Keine Ahnung, da hätte ich vielleicht die Pre-Release irgendwie testen können, aber nein. Holt sich geholt mit auf. Dann. Ich weiß nicht, in den Drohnen haben wir, glaube ich, noch irgendwo Holz. So, jetzt bringen wir wieder in den Pool rein. Damit wie viele haben wir aktuell besser in der Truhe? 42. Ah, okay. Genug für einen neuen Wald. Einen neuen Wald. Ja, ein neuer. Hier noch ein paar Bonus-Eier. Ein alter Wald. Ist ein neuer. Oh, ein Hütchen. Das Gravel. So, zack, zack. Ha, wunderschön. Es ist irgendwie beruhigend. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist schön. Ja? Eine Frage, wann soll ich eigentlich die Folge bringen? Eigentlich könntest du nächste Woche am Montag bringen. Nächste Woche Montag, okay. Alles klar, dann seht ihr Zuschauer diese Folge am Montag und wir haben sie am 13.8. aufgenommen. Ist auch immer für den Zuschauer spannend, weil man die Folgen aufnimmt. Mhm. Gut, ich gehe mal wieder zurück zu unserer Basis. Ja. Oasis. Wie soll man die Basis nennen? Das ist einfach die Basis. Irgendwie ein Codewort? Keine Ahnung. Codewort. Schweizer Käse. Und dann trifft man sich da. Krötze. Okay, der Weg ist schon wieder fast vollständig da. Und die bauen oder echt übertrieben, oder? Nein. Du bist. Vor allem, wenn du erstmal meinen Bahnhof siehst, dann nicht. Oder was der Bahnhof werden soll. Ja, was er erstmal werden soll. So, vielleicht kann ich ihn dann auch noch irgendwann zeigen. Demnächst, wer weiß. Weiß aber gar nicht, wo du bist. Hast du dich verlaufen? Ich laufe gerade den Weg hoch und runter. Ihr seid wo? Noch bei der Baumfarm? Ich bin hier im Wald. Ich weiß aber nicht, wo Simon ist. Er hat sich vielleicht verlaufen. Wo bist du, Simon? Immer noch beim Baumdings? Hühnchen essen. Ah. Hühnchen. Okay, wo laufst du denn da hin? Schön grillen.
geredet. Oh, das wäre eigentlich voll geil. Wir haben jetzt so eine Baumkrone oben, gell? So eine geschlossene. Da könnte man eigentlich ein richtig geiles Baumhaus oben drauf bauen. Man könnte sagen, man könnte einen Ort machen, wo man einfach ein Haus baut. Und der erweitert sich einfach automatisch über die ganzen... Ein Hausbaum? Was ist das da? Ich kann nicht zoomen. Schade. Ein Hausbaum. Ich such mal Simon. Mal schauen, wo er ist. Ich war bei ihm gerade und so weiter. Er war irgendwo hier. Ach echt? Was bei ihm? Ja, er war noch bei der Baumfarm und so weiter. Hat er was gemacht und so weiter. Und wo ist er jetzt? Ah, das bist du. Ah, da sehe ich einen Namen. Ah, komm mit da oben und hüpf da rum. Simon! Hallo. So, wollen wir hier kurz mal eine Tour über unsere Basis und so weiter anbieten? Ja, komm mit, Simon. Cool. Schon wieder verlaufen, da drüben ist er. Ich warte einfach bei dem Eingang auf euch. Okay, wir kommen. Es wird sowieso Nacht. Wir haben zwei Betten, wir brauchen mehr Betten. Für Gäste. Am besten guck 23. Guck mal, ob ich die da übrig habe, dann kann ich noch ein Bett noch machen. So ein ganzes Schlafzimmer brauchen wir. Mindestens 80 Betten, gell? Irgendwann werden zu viele Gäste sein. Ne, das wird es ja auf jeden Fall nicht aushalten. Ah, bestimmt. Ich muss 80 gucken, Betten, ob wir noch genug Wolle dafür 32 GB RAM, da werden wir zwar arm wie die Schweine, aber... Oh, wir haben genug Wolle. Toll, das habe ich keine Schaufel mehr. So. Fallen Sie uns in das Heim. Aufpassen, dass keine grüne Hexe explodiert. So. Okay. Lehrer, Lehrer. Wir haben hier erstmal Eingangsbereich, der eigentlich das originale Haus war. Ja, so ah, genau, komm mal runter. Ja, aha, aha. Kommen Sie bitte runter. Valentin gibt Ihnen eine Tour durch unser Haus. Oh. Ich hoffe, du stirbst nicht wegen den ganzen Springereien. Wenn du falsch springst, dann landest du erstmal 200 Blöcke tiefer. Also, erstmal hast du hier dein Bett. So, das hier ist auf jeden Fall mal der Eingangsbereich. Das ist eigentlich das originale Haus, was gebaut haben. Am Spawn. Unser erstes. Unser Klötzchen. Und das ist irgendwie dann, haben wir dann den Lager da hinten angefangen zu bauen. Und dann hat sich einfach alles irgendwie ergeben. Weißt du? Selbstmord. Also es ist ein bisschen tief da unten, aber... Ja, komm, komm, wir gehen okay runter. Ich weiß auch immer noch nicht, was damit anzufangen. Weiß nicht, aber stell dir mal vor, irgendwann ist es mal fertig und dann sieht es so richtig geil aus. So richtig edel. Vielleicht könnte man, stell dir mal vor, man baut es statt mit Kobbel einfach so mit edlem weißen Stein. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Mhm. Dieses Quarzzeug. Hat man ja genug im Nether. Ja. Übrigens, falls du Netherportal suchst, der ist da unten. Der ist da unten, sagst du. Ja, einfach da runtergehen. Oh. Aua, wo kommt man raus? Da kommt man raus. Das habt ihr ein Hühnerbad gebaut. Oh, nein, nein. Das wird ein Fischbecken, ein Aquarium. Ja, später irgendwann mal. Aber es kann noch ein bisschen dauern. Die schwimmen da schon, glaube ich, seit 10 Folgen rum. Endlich sind sie weg. Diese Plage. Du musst wissen, wie viele Hühner wir Halamas hatten. Hier war es einfach nur voll. Halamas? Halamas. Oh, das ist eine neue Gattung. Halama. Ja. Das wäre doch voll gut. Halama. Das ist auf jeden Fall der Untergrund, wo wir irgendwie zufällig angefangen haben zu bauen. Hier gibt es noch mehr Hühner. Was geht hier falsch? Du weißt gerade, wie viele Hühner es hier gab. Es gab ja mal, glaube ich, 60 Stück, 80 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel. Die sind ja heimisch. Hast du einen Screenshot davon noch irgendwo? Ja, ich glaube schon. Schick mal hier rüber. Okay, schick kurz mal einen Screenshot. Ich hoffe, ich müsste noch einen haben. Hoffe ich einfach mal. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil es ist doch mal mein PC abgedings und ich weiß nicht, ob ich noch die Screenshots habe. Es könnte sein, aber ich glaube eher nicht. Aber wir haben sie ja verewigt in den Folgen. Können wir dir vielleicht nach der Aufnahme zeigen. Oh Gott, die Hühnerplagebestätigung. Bist du runter? Ich bin hinter runter und wieder hoch. Ach da. Ja, wir haben überall welche. Kannst dich satt futtern in der Höhle. Das Evil Chicken treibt hier sein Unwesen. In der gesamten Höhle. Das Morgen, oder? Vor allem hier war ich schon ewig nicht mehr in dem Gang. Weiß ich gar nicht mehr. Wo geht's hier lang? Ich habe hier kurz mal einen Thumbnail von mir reingeschickt, das einfach einen ziemlich guten Eindruck davon hinterlässt.
Amen. Also Simon, wenn du wissen willst, wie viele Hühner da unten ungefähr waren, guck mal einfach mal, was dir in den Kommentaren reingeschickt habe. Ein Bild in Discord. Schau selber nach, zack. So, mach ich mal. Perfekt, Musik war wieder ein bisschen lauter. Oh, das ist geile Musik. So, wieder kommt die. Gut. Perfekt. Ist weg. Okay. Weiß nicht. Sollen wir schlafen gehen? Können wir. Oh, ich muss mal gucken, ob hier ein Phantom spawnt. Ah, ich glaube nicht. Noch nicht. Es ist noch. Wir haben noch. Das, wenn man erstmal rechts drüber geht. So. Schlafen gehen! Auf geht's! Leg dich hin! So. Wow. So, ich hoffe, die Musik passt mit eurer Lautstärke. Sagt mal was. Hallo. Ja doch, passt. 1A. Okay, Simon, bei mir drüben gibt es übrigens die Essenskiste. Mit dir drüben. Einfach durchs Glas. Hier ist die. Oh Gott. Rote Beete. Hallo. Ja, ein bisschen Eschen. Ich weiß nicht, haben wir Simon jetzt alles gezeigt hier? Oder einigermaßen alles? Kann sein, aber. Wow. Ich denke, bei ihm klingeln die Ohren. Nein, das ist hier. Der Schaltplanspieler. Da. Boah, ist okay. Schrill. Nie benutzt. Ja doch, einmal vor 30 Folgen. Weiß nicht. Ah, Simon, weißt du was? Ich führe dich mal kurz rüber zu mir, oder? Und dann zeige ich dir kurz mal, was ich da drüben gebaut habe. Geh mal zu Fabse rüber, da ist es noch krasser. Ein bisschen. Wo? Ah, folgen Sie mir bitte schön. Sein Ferienhaus. Wo so ist es? Achtung, Creeper! Halbe Welt weg. Den können wir gerne anzünden, damit habe ich kein Problem. Ah, Creeper überall. Was zur Hölle? Da ist ein zweiter jetzt hier, oder was? Oh Gott, jetzt. Dritter, was ist hier los? Ich schwitze schon wieder. Barbie, hast du ein Feuerzeug für mich? Warum willst du im Wald abbrennen? Nein. Ja klar, gerne hier. Ganz der Wald weg. So, hier hinten habe ich nämlich mein kleines Ferienapartment Häuschen gebaut. Dieses Häuschen, das wird noch größer. Noch viel größer. Noch ein bisschen größer. Ja, noch so was weiß ich, viel größer. Vor allem das im Untergrund. Kommst du, Valentin? Yep. Ah, da hinten bist du. Einfach dem Weg schön folgen. Ja, das ist extra so gemacht. Irgendwann wird das Ding noch im Untergrund mit einer Bahn verbunden. Fabs, meine ich. Erzähl doch mal die Geschichte von dem einem Loch. Wenn du schon vorbeiläufst. Kann ich Simon zeigen? Ja, am besten. Am besten springe ich auch gleich wieder rein. Natürlich. Schau mal, Simon, das Beste war, hier ist eine Schlucht in der Nähe, gell? Dann habe ich ein Loch, also einen Block weggegraben. Was macht der Valentin? Er kommt einfach angerannt, hüpft einmal und dann fällt er genau ins Loch rein, in die Schlucht. Und zwar genau in dem Moment, wo du es abgebaut hast. Das war das Beste. Schau mal, hier ist mein kleines Ferienhaus, gell? Du siehst ja, warte, schau mal, das hier auf dieser Insel, gell? Da vorne, das ist nur das Schlafzimmer. Und es wird noch größer, wenn du mal mit mir in den Untergrund gehst. Hier entlang. In den Untergrund. Folgen Sie mir. Ja, ich stehe hier. Du kannst Shift-Taste drücken, also Sneak-Taste, dann kannst du schneller runterschwimmen. Folge einfach mal dem Valentin und lass dich überraschen, wie groß ich das da unten gebaut habe, weil das wird ein kleiner Bahnhof, bin ich gerade beim Bau.